Jo Leute, damit willkommen mal wieder zu einem weiteren neuen kurzen Shop-Video. Auch heute schauen wir uns an, was in den Shop reinkommen wird. Und da gehen wir auch direkt schon mal drauf, denn der ist auch schon in knappen 3 Sekunden da. Es gab gestern einen neuen Skin mit einem neuen Hacke und ich denke mal, das wird bleiben. Und mal schauen, es gibt ein neues Ikone-Mode und wieder einen neuen Skin mit einer neuen Hacke. Okay, das hat auch jemand in die Kommentare geschrieben und das stimmt sogar wirklich. Okay, nice. Und ansonsten Skin zurück, tägliche Sachen, okay, und kosmischer Sommer, hier ist noch der Midas im Sommerlook, auch sehr, sehr cooler Skin, und darunter kosmischer Sommer, und ich denke mal, hier wird der Skin von gestern sein, nee, okay, der ist schon weg, okay, ich hätte gedacht, der kommt jetzt hier dazu, schade, aber ansonsten ist mit den Paketen alles gleich geblieben, aber heute schon wieder ein kleinerer Shop, ich glaube, hier fehlt irgendwo was. Ja, die Party-Sachen sind weg, genau. Okay, dann fangen wir mit Pump Up the Jam an. Und oh, okay. Das kenne ich auf jeden Fall. Also das Lied kenne ich. Oha, also wieder ein richtig cooler Tanz zu einem sehr alten Lied. Ich kann das ja leider nicht immer so lang abspielen, aber auf jeden Fall ist das sehr, sehr nice. Das ist ein altes Lied. Heftig, okay, muss ich sagen, nice. Ansonsten Strandjules daneben neu, okay, also der Jules Skin jetzt auch nochmal hier im Sommerlook, okay, nice, nice. Hier mit einem Rückenteil, was interessant aussieht, und es gibt noch eine Hacke, und das ist halt einfach so eine Zange, okay. Und dann gibt es noch den Tomatenkopf nach einem Monat zurück mit dem Rückenteil und mit den Aufgaben, wo man dann hier noch einen zweiten Stil freischalten kann. Passend dazu gibt es dann nochmal Axteruni. Die ist nach 2 Monaten zurück, der Skin hier nach 1 Monat. Und dann gibt es noch den Nachtroller, ziemlich ähnlich wie die Hacke davor, auch die 2 Monate her. Und der Extrakäse ist ebenfalls 2 Monate her. Dann gibt es die Sagan zurück. Die ist schon selten, 247 Tage und ja, relativ günstig für den Preis. Sehr, sehr cool. Dann gibt es noch den bissigen Taucher, ist auch 1 Monat her. Alter Skin aus Season 5, passend dazu mit der kleinen Mampfhake, die wirklich cool ist. Die haben auch damals wirklich viele gespielt. Dann gibt es noch Laserbeißer, auch das alles 1 Monat her. Der Venturion ist nach 3 Monaten am Start. Hier auch nochmal mit dem weiblichen Ventura Skin und mit der Hacke. Sowie dem Gleiter 3 Monate her. Und das sind alle vorgestellten Sachen. Wie immer könnt ihr gerne ganz kurz meinen Code eingeben. Würde mich sehr, sehr freuen. Dann gehen wir auch schon zu den täglichen Sachen. Vor allem einmal die Bucky am Start. Die war erst vor ein paar Tagen am Start. Okay, auch heute nochmal hier. Und dann gibt es den Chrome Skin daneben nach 2 Monaten zurück. Im Chrome Look fand ich damals nicht so nice. Mittlerweile finde ich, geht das klar. Dann gibt es hier Kaugummi, auch 1 Monat her, ja, relativ simpel, nichts krasses und ja, 300 ist okay. Darunter gibt es noch Oldschool, auch sehr aufgedreht, 195 Tage her und es gibt noch Wechselbeats und Wechselbeats sehr selten. Ich mache mal kurz den Ton an und zwar ist das zurück nach 233 Tagen. Und ich glaube, das ist auch von einem Emote. Sehr, sehr nice. Und dann machen wir direkt weiter. Und sei drunter mit Fingerpistolen nach 2 Monaten zurück. Okay. Dann, wie gesagt, hier das Paket geblieben. Der Rest ist also alles noch gleich. Und das war's zum Shop.